Auf der Porta Westfalia 3. Deswegen gehen wir gleich mal weiter mit den Dieselfass rüber zu dieser Anlage und lassen unseren Mähdrescher sein. Denn der ist auch noch reichlich in der Ernte. Denn wir brauchen jetzt auch noch ein bisschen Diesel für unsere Fahrzeuge zeitnah. Ich hoffe, dass ich irgendwo eigentlich mal die Auftankstelle finde. Aber erstmal düsen wir runter Richtung dieser Anlage und gucken mal, was da los ist. Im letzten Part haben wir ja den ersten Diesel zur Torfanlage geschickt. Und deswegen fahren wir heute mal noch ein bisschen weiter und schauen, was wir alles noch so machen können. Zeitnah, aber wir müssten erstmal unten an diese Produktion ankommen. Und deswegen düsen wir mal heute mal zügig lang hin und laden uns die nächsten Diesel auf, in der Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Dann machen wir vielleicht den Diesel, wenn wir 30 noch haben, den zur Sandgrube, dass wir unsere Baustelle bedienen können. Oder da ein bisschen Money machen. Aber wir müssen hier erstmal schnell die ausbilden Autos überholen und den halten wir uns gleich wieder rechts. Dann diesmal auch gleich zur Industrieanlage, dass wir da den nächsten Schwung Diesel aufladen können. Aber wir müssen erstmal uns durch die Baustelle zwängen. Und machen nicht so zügig lang hin. Oh, ich wurde gerade geblitzt. Und das war doch ein ganz schöner herber Schlag. Also sind jetzt die Blitzer aktiv. Deswegen kommen wir jetzt in der nächsten Runde. Vorsicht hier. Ich kann es mir nicht wieder leisten, nochmal fast 5000 Euro auszugeben. Daher müssen wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger lang hin machen. Und hier ist unsere Industrieanlage. Da halten wir auch gleich an. Schmeißen uns jetzt in den nächsten Diesel auf. Und gucken dann mal, wo wir. Wo die Sandgrube ist. Und was wir noch an Materialien da haben. Und das sieht alles richtig knapp aus. Daher müssen wir zeitnah mal eine Fuhre wieder herbringen. Dass unser Dieselanlage weiterläuft, aber der ist hier fertig. Helfer. Zum Glück, dann können wir auch gleich die andere Sämaschine uns holen. Und anfangen zu drillen. Dann drillen wir halt noch ein bisschen die Treide, so dass wir ein bisschen die Treide für unsere Batterie kriegen. Die müssen wir auch demnächst ansteuern. Bräuchten wir theoretisch auch schon mal einen Hänger, den wir schon mal nicht haben. Aber diese Fass ist voll zum Glück. Aber da müssten wir auch noch mal ansteuern. Zeug runterfahren. Also haben wir da reichlich zu tun. Da werden wir aber im Wechsel fahren. Bräuchte man theoretisch auch schon mal drei Hänger. Aber naja. Dann werden wir einmal mit Raps runterdüsen. Und dann anschließend unsere Kühe mal Wasser geben. So, jetzt packen wir aber dich nochmal ordentlich ein hier, dass wir ein bisschen ordentlich den Hof verlassen. So. Und nehmen es dich am Haken. Dann gucken wir dann mal, ob wir noch Saatgut benötigen oder nicht mehr. Das werden wir gleich sehen, wie voll du bist. Und die ist noch relativ voll und schalten gleich mal um auf Soja. Wir können auch gleich mal gucken, wie viel Soja wir haben. Aber Soja brauchen wir momentan gut wie gar nicht.
Mais noch Sima. Sojabohnen. Doch, Soja brauchen wir auch. Doch, Soja brauchen wir auch. Deswegen brauchen wir gleich noch ein Feld Soja an. Aber vorher gehen wir mal schnell zum Drescher. Denn die hatten wir uns auch schon gerufen. Daher, er ist nämlich jetzt auch schon mal voll. Entlassen wir kurz den Helfer. Und dann suchen wir schon unseren Traktor. Also auch schon. Hauen uns die Fuhre auf und dann geht's weiter. So, dass wir zeitnah die Fuhre wegkriegen hier mit Raps und. Da könnte man theoretisch den Raps auch noch runterbringen. Zur Anlage, dass wir da den Raps haben und den restlichen Raps. Lager kippen, denn jetzt bringt momentan nicht viel. Aber der Hänger ist voll, deshalb schieben wir den gleich noch ein bisschen weiter. So. Dann warten wir noch, bis der Bunker leer ist. Es dauert also nicht mal lange. Und unser Fuhr hat auch schon mal 60% drin, 64% drin. Es wird langsam mal Zeit, dass wir uns größere Technik holen, aber mit unserem Kredit, da kommen wir nicht weit. Also deswegen machen wir jetzt noch eine Runde Wasser, nicht diese. Diese, dann kommen unsere Kühe, aber wir gucken gleich mal, wo unsere Anlage ist von die Landgrube. Hafen, Sägewerk, Kreisucht, Baustelle, Diesel, Feinkost ist hier unten, Dorfwerk, Eierhof ist hier drüben, auch wo haben wir unsere Sandgrube, Brauerei, Molkerei, Sägewerk, wo ist unsere Sandgrube? Woanders, denn wir haben ja noch was da. Und zwar hier drinnen. Und wo ist unsere Sandgrube? Sägewerk, Kompostmaster, Seedmaster, Raffinerie. Hier nicht. Es ist. Sandgrube. Ach, ganz da oben. Also müssten wir einmal querfeld über die Karte. Und was braucht die alles, die Sandgrube? Treibstoff 22 und. Da kriegen wir Sand dafür. Dann machen wir die schon mal zu, steigen wir ein. Und düsen los. Dann müssen wir ungefähr wohin müssen. Und daher fahren wir jetzt hoch zur Sandgrube. Und schmeißen ihn diese da rein, so dass wir Sand bekommen, denn den Sand können wir ja auch an der Baustelle verkaufen. In der Hoffnung, dass wir uns da nicht wieder blitzen lassen. Also müssen wir uns mal ein bisschen an die Geschwindigkeiten halten. Das wird nämlich teurer Spaß. Daher sputen wir uns einmal, dass wir die Fuhre ordentlich hochkriegen zur Sandgrube. Machen wir mal die Karte groß, wie wir am besten fahren. Wo fahren wir denn eigentlich? Da unten. Also können wir noch die ganze Straße nachfahren. Na gut, da düsen wir erstmal hoch. Fahren den. Nee, wir fahren nicht hoch. Oh doch, wir fahren erstmal hoch. Lass die Landgrube mit diese bestücken. Wie gesagt, die anderen Maschinen brauchen wir uns ja nicht zu leisten, weil dafür haben wir auch kein Geld und wir haben unseren Kredit auch voll ausgeschöpft. Naja, müssen wir uns erstmal sputen, so dass wir ein bisschen Geld bekommen.
Aber wir düsen erstmal Sandgrube, Sandgrube, Sandgrube. Das hat erstmal eine Fahrerei. Einmal querfeld über die Karte. So, dann haben wir schon den ersten Weg erledigt. Jetzt fahren wir Richtung Obstanlau und dann immer zügig lang hin, hoffen, dass wir heute noch ankommen. Hier ist unsere Obstanlage. Auf Verkehr ist hier kaum, auf der Karte ist zwar angeschaltet, aber man sieht hier wieder mein Auto, also relativ wenig Verkehr. Aber hier fahren wir nicht mit voller Geschwindigkeit rein, sondern ein bisschen langsamer. So, dass wir hier mit 50 durchdüsen. Sonst wird es nämlich teuer. Und da stand nämlich gerade nächste Blitzer, deswegen sind wir ein bisschen langsamer gewesen. Und hier ist die Brennerei. Da brauchen wir ja erstmal nicht hin. Aber wir suchen erstmal die Landgrube. Da fahren wir erstmal in Diesel hin. Denn wir müssen wirklich langsam auf größere Technik gehen, so dass wir 50 Kubikmeter wegkriegen. Und dann oder mehr, so dass wir mehrere Anlagen ansteuern können, dass wir diese dann nach und nach hin und her bewegen. Mit größerer Technik, da bin ich nämlich aus. Wir werden uns dann zeitnah auch noch größere Erntemaschinen holen. Beziehungsweise mehr Erntemaschinen, aber wir werden mal hier runterbremsen. Da steht nämlich der nächste Starrenkasten. Bevor wir nochmal Geld ausgeben müssen, fahren wir ein bisschen sinniger. Aber wir machen jetzt nochmal die Karte groß. Also wir können theoretisch geradeaus weiterfahren. Nochmal groß. Wir fahren jetzt doch den Umweg über die Brücke. In der Hoffnung, dass wir da zeitnah endlich mal an der Sandgrube ankommen. Fahren wir ein Stückchen lang hin und lassen uns nicht wieder blitzen. Und unser Mitreiter hat auch schon mal 80% erreicht, daher werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, zur Anlage kommen. Aber wir müssen wirklich noch ein Stückchen fahren, denn unser langsamen Läufer hier mit knapp 63, da kommen wir nicht mal weit, denn wir bräuchten wirklich mal was Größeres, Schnelleres. Mal schauen, was da sich ergibt. Und da kommt unser Quack, der Bruchpilot, angelandet und hebt auch gleich wieder ab. Wir düsen hier noch weiter Richtung Sandgrube. Aber wir müssten uns gleich mal darum kümmern, dass wir zeitnah an der Sandgrube ankommen heute noch. Denn der Part ist nämlich auch schon mal gleich zu Ende. Da sputen wir uns mal eine kleine Runde. Bis wir da sind. Lassen wir mal halt meinen Drescher Drescher sein. Wir müssen halt zügig lang hinarbeiten, so dass wir endlich an der Sandgrube ankommen, heute mal noch. Dann bauen wir Soja an, in Mengen.
wo ist denn unsere Sandgrube? Muss gleich mal die Karte groß. Ja, noch ein Stückchen fahren. Aber wir stellen uns auf den Weg, machen unseren Drosch und dann ist heute der Part zu Ende. Hier ist unsere Sandgrube, da sind wir schon fast da. Machen jetzt noch unseren Drescher fertig. Entlassen wir den nochmal und tanken den ab. Dann müsste auch unser Fuhr voll sein. So. Und da sind wir auch und ich kümmere mich jetzt mal um meinen Hund. Bis da, euer Matze85 LP. Tschüssi.